Das war natürlich die Superpose. Okay. Okay, das fängt ja gut an. Au, okay. Wir müssen aufpassen. Au! Ah! Wir brauchen Ringe. Sehr gut. Aufpassen auf die Bomben. Und eine Münze. Ja, sehr schön. Wow, was war das denn? Okay. Jetzt kommt er von der Seite. Oh! Wow, 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 wow. Nicht so stürmisch, Eggman. Wow. Wow, nein! Okay. Autsch. Ah, nimm das. Bam, nimm das. Und bam, nimm das. Und bam, nimm das. Na, wie war das, Eggman? Und nochmal die ganze Story. Und nimm das! Und nimm das! Und nimm das! Final Explosion! Boom! So, Eggman. Ich glaube, das war's mit dir. Einer! Fast ein S. Hätten wir noch ein bisschen mehr Tempo gehabt, hätte es, glaube ich, noch besser geklappt. Aber... das sehen wir beim nächsten Mal. So. Ich müsste, glaube ich, sogar noch einen Spielstand haben, wo ich alles schon durch habe und alles voll habe. Und dort könnte ich auch nochmal irgendwann kurz zeigen, wie schnell man dann ist im letztendlichen Game. Aber erst, wenn wir die Story durch haben, natürlich. Natürlich auch, wenn ihr wollt. Also, wenn ihr das möchtet, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Dann würden wir vielleicht nochmal irgendwie ein S auf S-Attack oder sowas, also Rang S zu kriegen. Aber jetzt erstmal weiter mit der Story, denn wir sind im Gaia-Tempel. Hey Sonic, there's something weird here, right in the middle. Was ist das? Hey, what's this hole? Wait! There could be some kind of... Oh. Mhm. Huh? What's that? Hm. Passt anscheinend wie angegossen. Der grüne Chaos Emerald. Kriegt seine Farbe wieder. Wahoo! The Emeralds come back to life. This was the Temple of Gaia. That's gotta be why Eggman was so keen on taking the place over. Aha. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Oh. Epic! Das erste Teil ist wieder an seinem Platz. Schöne Sache dazu. Gute Nachrichten. Haha. Das ist doch schön. Das haben wir gerade schon mal gesehen.
Genau so ist das. Ein Erfolg, dass es noch immer ein 2 ist, okay. Ob das jetzt ein Erfolg ist, sei dahingestellt, aber wir haben immerhin einen Teil wiederhergestellt. Gut. Auf dem Stück, das wieder da ist, befindet sich Holoska. Könnte ein Besuch wert sein. Du findest es auf der Weltkarte. Oh, noch etwas. Hätte ich fast vergessen. Ab sofort kannst du Tag und Nacht wechseln, wenn du im Dorf wartest. Nutze das Pausenmenü, um die Zeit zu verdrehen. Versuch's mal. Okay. Jo, wir haben alles verstanden. Höchste Eile. Wer bist du denn? Eine Chao-Puppe! Oder Kao-Puppe, was auch immer. Jeder sagt anders dazu. Murmel, Murmel. Murmel, Murmel, Grummel, Grummel, Flüster, Flüster. Das wär's doch. Wie gefällt dir die Stadt Chao? Ich bin so müde von der langen Reise. Jetzt lasse uns etwas verkaufen. Okay. Was soll ich tun, Kao? Mich hat jemand angesprochen. Reiß dich zusammen, ey. Du bist ein Händler. Rede mit ihm. Aber ich kann nicht. Ich bin nicht arg. Es tut mir leid. Ah, wo geht's hin? Warte auf mich. Oh. Dams war nicht so toll. Jetzt haben wir den verjagt. Egal. Der verkauft Hotdogs. Ich hätte jetzt auch Appetit auf einen Hotdog. Wenn man den Hotdog schon so sieht, aber wir müssen leider dem Professor Bericht erstatten. Was heißt leider? In wichtiger Weise. Besser als nichts, würde ich dazu sagen. So, nach Spagonia. Zur Hauptstadt. Da sind wir wieder. Yay, und rein da. Der Professor ist nicht hier. Nachts, okay, dann müssen wir auf die Nacht warten. Zum Glück hat uns Tails das ja noch gesagt, dass wir das jetzt können. Mein Gott. Uah! Da sind wir wieder. In der Agli-Form. Oh mein Gott. Hey, let me go. Genau, lass uns los, wir müssen zum Professor. Think you can get away from Amy Rose and who are you? Oh my gosh, I am so sorry. I completely mistook you for someone else. That is so strange. I could have sworn it was him. Anyway, I'm really sorry. See you later. Okay. Well, that was weird. How come that girl didn't know you were you, Sonic? I mean, I guess you are kinda, you know. And, these guys. Das war I mean, nicht so don't toll. Worry. Hey, you only look really scary, Sonic. Inside, you're the same as ever. I guarantee it, okay? Sonic, cheer up. Chocolate. Want some chocolate? Nein, Schokolade möchte er, glaube ich, jetzt nicht haben. Naja. Okay, wir waren doch gerade schon an der Universität, so. Na super. Egal. Laufen wir halt nochmal dahin. Was soll's. Trap, 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 trap. Vollbremsung.
Na, bin Professor. Teile des Planeten sind. Teile des Planeten sind wiederhergestellt und ich konnte zwei Tempel finden. Denn Gaia-Manuskripten zufolge gibt es Tempel hier in Spargonia. Wer hätte gedacht, dass einer so nahe liegt? Der zweite Ort ist Toloska, mein Junge. Schon mal gehört, du findest es auf der Weltkarte. Tja, dein Job ist klar, platziere die Chasm Raids in den Tempeln. Alles gut, hast du noch weitere Fragen? Nein, ich glaube, das reicht erstmal. Nein, danke. Ich bin sicher, bei der Geschwindigkeit ist der Planet bald wieder ganz. Sonic, ich erwarte Großes von dir, mein Junge. So. Na gut. Und ja. Den Tempel in Spargonia und den Tempel in Holoska werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part besuchen. Also Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis bald. Yo, herzlich willkommen bei Sonic Unleashed zurück. Ja, wir haben letztes Mal uns überlegt, ob zu welchem Tempel wir gehen. Und ich habe mir vorgenommen, wir gehen als erstes zum Spargonia-Tempel. Der jetzt ja hier geöffnet ist, weil ja Professor Pickel uns ja darauf hingewiesen hat, dass wir zu den beiden Tempeln gehen dürfen. Und als kleine Überraschung habe ich heute noch jemanden mit dabei, und zwar den Fabogrollen. Yay, hallo! Ich bin jetzt auch mal hier in Arnes Let's Play mit dabei. Ja, ich werde mal gucken, wie gut er hier seine Sache macht. Ja, mal sehen, ob ich dich irgendwie unterstützen kann. Also im Spiel jetzt an sich wahrscheinlich nicht. Ja, werden wir mal sehen. Ne? Also auf jeden Fall, wie wir sehen, ist ja gerade Nacht und hier wäre auch schon das Level für die Nacht. Jetzt weiß ich nicht, ob man schon das Taglevel spielen kann, das weiß ich jetzt nicht genau, das können wir gleich mal gucken. Ansonsten, vielleicht fangen wir da mit dem Taglevel an. Das ist schon toll. Und da sind wir wieder normal. Ja, auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, was hier so abgeht. Das hier ist noch nicht. Also musst du da jetzt erst das andere. Hey, Sonic, willst du da raufkommen? Ja, den Wandsprung haben wir noch nicht, das heißt, wir können da auch noch nicht rauf. Das heißt, wir sind wahrscheinlich so gewissermaßen, obwohl, warte mal, hier ist ein Knopf. Ja, auch springen muss gelernt sein. Schwere Sache, ja. Ah, und die Stampfattacke haben wir auch noch nicht. Du bist ja komplett nackt, das geht ja gar nicht. Ja, stimmt, wir haben noch einige Sachen nicht erlernt. Also das heißt, wir müssen wirklich in der Nacht uns erstmal durch das nächtliche Spargonia schlagen, was auch ein ziemlich langes Level ist. Mhm. Ja. Aber auch ein sehr cooles Level, weil da wirklich viele Häuser sind und so, in die man auch rein kann. Also so die Türen kaputt machen und reingehen einfach. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, ab ins... Zeig mal, was du drauf hast. Ab ins Rooftop Run, Akt 1, bei Nacht. Ja, genau. Guck dir das nochmal genau an, alles an, Arne. Gehen, drehen... Nee, drehen gibt's ja noch nicht. So, also hier hinten sind zum Beispiel, hier sieht man schon, hier ist offen. Und da ist auch schon eine schöne Schallplatte. Kannst du hier die Tische und so kaputt machen? Ja, mal alles zerkloppen, wenn man das nicht. Aber wir wollen nicht ganz so viel kaputt machen. Aber ich frage mich auch, wer nachts die Türen so offen stehen lässt. Naja, gutgläubige Leute. In Spanien und Italien vielleicht. Oder sie wissen, dass Sonic kommt und lassen extra die Türen offen. Ja klar. Damit der alles kaputt macht. Du bist doch am Leben, das glaube ich aber nicht. Okay. Na komm her, ich will mal. Brauchst du ja noch recht lang für die euren Viecher? Ja, man hat noch nicht so viel Kraft, wie man es später hat, ne? Man levelt ja den Werhock sozusagen noch auf. Ja. So, der war tot. Schön, schön. Und dann machen sie den Weg frei. Und jetzt gehen wir natürlich noch hier rein. Aber natürlich, wie soll es auch anders sein, ne? Oh. Weil nämlich eine Sonnenmedaille ist. Mhm. Hier ist noch eine explosive Kiste, die hätte man jetzt auch noch auf die Gegner werfen können. Schade, dass ich das nicht gemacht habe.
da sein Tape? Da sieht man auch gar nicht so deutlich, dass man da rein kann, ne? Also an der Tür sieht man es nicht, ne? Nee, aber das ist bei dem Kampf, wenn man da aus Versehen vielleicht geht. Ja. War hier noch irgendwas? Ja, da war ein Leben. Also ein Leben, was die Lebensleiste wieder voll auffüllt. Ja. Was? Manchmal eine Medaille noch an Orten versteckt, wo man sie nicht vermutet. Also das ist ähnlich wie bei Donkey Kong Country Returns, was wir ja auch gerade Let's Playen. Ja, schaut da auch mal rein. Das werdet ihr auch mit Sicherheit Spaß haben. Ja, eure guten Freunde. Was? Ich wollte gerade fragen, die sehen jetzt schon ein wenig anders aus. Mann, Geräusche, als wären das Katzen, ne? Ja. Die sehen eher so hamstermäßig aus.